Hallo und willkommen zu meinem letzten 3x3 Fakten Video von mir. Und wieso das denn ausgerechnet das letzte Video dieser Art sein wird, erkläre ich gegen Ende des Videos nochmal genauer, weil es eher zum Abschluss gehört und nicht zum Anfang. Also genießt hier diese Fakten nochmal mit Sabine Wren, Adi Gallia und den Tempelwachen. Viele Jahre später, nachdem Sabine Wren 21 vor Schlacht Yavin auf Mandalore geboren wurde, bewarb sie sich bei der Imperialen Akademie als Kadettin und lernte dort unter anderem viele Sprachen. Doch da sie künstlerisch mit Graffitis tätig sein wollte und man dies ihr untersagte, verließ sie die Akademie und trat dem Team der Ghost bei. Sie besaß zur Verteidigung zwei Vesta 35 Blasterpistolen und ihr Deckname lautete Spectre 5. Auch an ihrer mandalorianischen Rüstung lässt sich erkennen, dass sie ihrer Kreativität in Sachen Farbe freien Lauf lässt. Sabine war eine tapfere Frau, die auch mit Sprengstoffen umgehen konnte. Sie sabotierte viele feindliche Ziele und sprühte manchmal einen Phönix als ihr Markenzeichen auf imperiales Eigentum. Als Corellianerin erlebte Adi Gallia in ihrer Kindheit viele Zeremonien und formelle Anlässe. Ihre Eltern waren Diplomaten und somit formte sich bei ihr auch eine gewisse Redegewandtheit und diplomatisches Geschick. Da die Jedi häufig Corellia besuchten, nahmen sie ihr Machtpotenzial wahr und nahmen sie nach der Zustimmung der Eltern mit nach Coruscant. Ausgerüstet war sie mit einem zweiten Lichtschwert, da ihr erstes zerstört wurde, und hohen Riesenstiefeln. Ihre Cousine Stess Ali nahm ihren Platz im Jedi-Rat ein, nachdem Adi von Savage Opress auf Florum getötet wurde. Sie agierte lieber im Hintergrund und hielt nicht viel von Meditationen, da sie sich nach der Gegenwart richtete und nicht in die Zukunft schauen wollte. Zu erwähnen ist auch noch, dass sie einen Tolot-Kopfschmuck trägt, also das sind keine Haare oder was auch immer, und Adi war in der Lage, ihre Sehnen der Handrücken körperlich blau zu machen. Die Jedi-Tempelwachen widmeten sich der Aufgabe, den Jedi-Tempel zu schützen. Angeführt wurden sie von Shindralik, trugen Jedi-Kleidung und eine Maske und besaßen ihr markantes gelbes Doppellichtschwert. Zum ersten Mal kamen sie im Jahr 20 vor Schlacht Yavin vor, als Republikaner vor dem Tempel rebellierten. Sie nahmen bekanntlich auch Ahsoka Tano gefangen und kämpften dann an Anakins Seite gegen Barriss Offee. Die Wachen waren sogar echte Jedi, aber dass sie die Macht einsetzen, habe ich bisher noch nicht gesehen. Also entweder können sie es dann doch nicht oder ihnen wird es halt nicht erlaubt. Ja, wieso ist es jetzt das letzte 3x3 Fakten Video von mir? Also ich habe ja noch 3 Videos vom Community Projekt. Da sind, glaube ich, auch noch 2x3 Fakten Videos enthalten. Aber ich habe mich aus gewissen Gründen mal entschlossen, die Serie langsam abzubrechen. Das werde ich dann auch im Video nächsten Montag erklären. Und das Video soll dann nochmal etwas Besonderes werden. Da werde ich immer einen Charakter in einen Fakt richtig gut zusammenfassen, weil halt noch ungefähr 15 Charaktere offen sind. Und die möchte ich euch jetzt trotzdem noch ins Video bringen. Und jetzt gebe ich euch nochmal die letzte Chance, in die Kommentare zu schreiben, ob ihr noch irgendeinen Charakter sehen möchtet mit diesem einen Fakt. Es wird jetzt nicht nur ein Fakt sein, sondern ich werde da in diesen einen Fakt 3 oder 4 Fakten mit einbeziehen. Also wie gesagt, wenn ihr noch gerne einen sehen möchtet, dann könnt ihr diesen jetzt in die Kommentare schreiben. Ja, es tut mir natürlich auch ein bisschen leid, aber ich hoffe, wir sehen uns dann erstmal am Montag wieder.